27.09.2018. Wir machen heute ein neues Bitcoin-Update, ein Update zur Price-Action von dieser Woche. Es ist jetzt Donnerstag, das heißt, wir haben bereits 4 Tage in dieser Woche gesehen an Price-Action. Wir kommentieren heute, was dort passiert ist. Und ja, ich würde sagen, wir starten damit auch bald los. Davor noch ein kurzer Hinweis. Ich werde des Öfteren gefragt, dass man die Preislevels rechts in meinem Chart nicht sieht. Und ich werde die Levels, also wenn ich jetzt gewisse Areas oder Ranges kommentiere, ich werde immer schauen, dass ich sage, okay, Preis XX bis Preis XX, weil rein von der Auflösung, ja, macht es nicht so viel Sinn, dass ich alles auf das Bild mit drauf nehme. Zweiter Punkt, mich würde generell mal interessieren, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ja, wie das Sentiment so ist unter den Long-Term-Anlegern, ob ihr immer noch, ja, positiv gelaunt seid oder schon mehr negativ. Ich muss sagen, rein von der fundamentalen Nachricht, ne, bekommt man momentan sehr viel Positives mit. Also wisst ihr bestimmt selber, was für Nachrichten zum Umlauf sind. Stichwort Bugged und so weiter und so fort. Charttechnisch schauen wir uns das Ganze gleich an und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Und was ist großartig passiert seit dem letzten Update? Das ist eine gute Frage. Und deswegen starten wir wie immer bei den größeren Updates auf dem Bitcoin Weekly Chart, der nach wie vor ziemlich langweilig aussieht. Was ich hier jetzt sagen muss, es sieht ja wirklich ein wenig nach Akkumulationsphase aus, also Akkumulierung, langsames Aufkaufen, da wirklich die Spikes immer geringer werden, die Volatilität wird weniger und es etabliert sich wirklich so eine Art Boden im Bereich 5.800 bis 6.000, das sieht man auch hier ganz gut. Die Frage ist nur, ob wir eben dieses Low noch halten können. Wie gesagt, ich bleibe in meiner These, dass wir in diesem Bereich vorstoßen könnten, solange wir dieses High nicht halten. Die zweite These, die etwas bullischere These wäre, dass wir einfach, ja, weiterhin bis zum Jahresende oder bis auch zum nächsten Jahr, bis wir einen fundamentalen sozusagen Katalysator finden, der wirklich so extrem wichtig wäre, dass der Preis deswegen extrem ansteigt, einfach in diesem Bereich hin und her pendeln und weiterhin eine Art Akkumulationsphase fortführen werden. Daily Chart hat sich jetzt auch nicht so extrem viel verändert. Wir hatten diesen Breakout an diesem Tag aus dieser, ja, Eternal Range sozusagen auf Englisch, also diese unendlich anhaltende Range. Die Range hat am 9. August gestartet und jetzt 27.09. sind wir wieder drin. Das ist wirklich schon sehr beachtlich und auch ein Zeichen für Akkumulation. Ja, wenn ich hier die Linie anlege wieder, hatten diesen Breakout, kommen in diesen Bereich hier rein, wo wir diesen Bearish Breaker haben, diesen Block hier, rennen hier hoch, Sell-Off, in die Range wieder hinein, Range High, Range Low, Breakout, Fail Breakout und dann dieser Sell-Off. Ja? Rein vom Daily Chart her könnte man sagen, ist Bearish, aber deswegen gehen wir auf die niedrigen Timeframes, denn auf den niedrigen Timeframes gefallen mir ein, zwei Sachen, wenn nicht besser, die man auf den hohen Timeframes nicht so sieht. Hier wieder die Range, unsere, ja, lang anhaltende Range. Hier sieht man es nochmal besser. Was wirklich nicht gut ist und was ja eher bearish zu bewerten ist, dass wir einen Clean Break schaffen von dieser Range. Wir machen den Retest. Wir sehen zwei grüne 4-Stunden-Kerzen und sehen danach direkt diesen Sell-Off. Also es war kein Interesse daran, diesen Ausbruch zu kaufen. Der Ausbruch wurde nicht als valide bezeichnet. Aber was ich hier nicht allzu schlecht finde, ist, dass wir hier mal ein Higher-Low formen. Das heißt, trotz des nicht stattgefundenen Support-Range-Retest, also dass die Resistance Support wird, kommen wir nicht direkt ans Range-Ende. Wir haben hier auch das Range-EQ, also das Range-Equilibrium, Range-Gleichgewicht. Das zeichnen wir uns jetzt auch gleich ein. Das könnt ihr immer mit den Fib-Retracements machen. Ich finde es jetzt gleich hier. Das heißt, 50% dieser Range. Seht ihr jetzt wieder, wie signifikant diese Levels sind? Ich erwähne es immer wieder, weil es die wenigsten machen. Aber wir haben hier wieder diesen Bereich. Wir sind hier, kommen hier drüber, Support, 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 Sell-Off, Resistance, Resistance, sind hier drüber, Rally. Kommen wieder zurück, Support. Das ist kein klassisches SA-Level, es ist einfach 50% dieser Range. Und das zeigt für mich auch, dass die Range valide ist. Wenn jetzt die Linie irgendwie so wäre, oder, das kann man jetzt hier schwer sagen, weil man sieht einfach, dass hier 50% wäre. Aber wir nehmen an, irgendwie Midrange wäre es so und hätte absolut keinen Einfluss auf den Kurs.
dann müsste ich mir Gedanken machen, ob die Range so valide wäre. Aber wenn wirklich die Mid-Range von der Price-Action her so viel Einfluss auf den Kurs hat, das ist für mich immer ein Zeichen, dass der Markt auf diese Range schaut. Ja? Hier am 1-Stunden-Chart sehen wir es nochmal besser. Von mir hier, dieses Low, High, Higher Low, Higher High, Higher Low. Also auch wenn wir jetzt die Drawing Tools rausnehmen, dann sieht man das, glaube ich, noch besser. Natürlich wäre das hier der Bruch der Marktstruktur, aber das hier nehme ich absolut raus, weil wir hier diesen Stop-Run hatten und danach direkt diese Kerze, die 10% weiter oben geclosed hat und diese Stops hier aus dem Markt genommen hat. Aber im Prinzip von der Struktur her formen wir noch einen Uptrend. Was will ich jetzt sehen? Was sind die signifikanten Punkte, wo ich jetzt eben wieder auf die Zahlen drauf zurückkomme? Wir haben diesen Breaker hier, der Long-Term einfach unsere Bull-Bear-Line sein wird, also bei 7400 und kurzfristig dieses Pivot hier. Ja? Und das war auch das, was ich vorhin schon angesprochen habe oder in den früheren Videos, wo ich gesagt habe, okay, Retest 6800, dann Short ist hier eingetroffen, also direkt auf 6800, dann wieder dieser Sell-Off, ist die erste Resistance. Was jetzt hier positiv zu bewerten ist, ist wie gesagt, dass wir noch ein Higher Low formen. Wenn dieser Bullenbauer fortgesetzt werden sollte, dann will ich einfach, dass wir mindestens 50% dieses Blocks aus dem Markt nehmen. Wenn das passiert, dann würde ich meine Bias zu Midterm Bullish ändern und dann könnte man wirklich sagen, okay, wir rennen jetzt diese Stops. Wir rennen auf diese Stops und dann rennen wir auf diese Stops. 9000 circa als Target. Aber wie gesagt, es ist noch überhaupt nicht wahrscheinlich, dass das passiert. Wir haben wirklich, wie gesagt, wir sind immer noch in dieser Range. Ich wollte jetzt ein Update rausbringen, nur um euch mal eben auf dem Laufenden zu halten, aber es sind immer noch beide Szenarien auf dem Tisch. Solange wir nicht hier drüber brechen und hier Support finden, können wir nicht das bearish Szenario verwerfen. Und solange wir hier Support halten, können wir nicht das bullish Szenario brechen. Das heißt, wir haben jetzt extrem niedrige Volatilität. Auch wenn ich keine Indikatoren auf dem Chart habe, ich kann mir vorstellen, dass die Bollinger Bänder extrem knapp zusammengesqueezed sind. Das sind alles Zeichen dafür, dass wir Volatilität in den Markt bekommen. Und wenn wir das dann in den Markt bekommen, wenn wir sehen, okay, wir sind in einem Breakout in die eine oder andere Richtung, dann können wir in den Markt gehen. Dann können wir alles kaufen, dann können wir Bitcoin kaufen und dann können wir diesen Uptrend mitnehmen. Bis dahin kann man schwer irgendwelche Entscheidungen machen. Solange dieser Resistance-Block hält, bleiben wir in dieser Range und dann haben wir einfach Range High, Range Low, Range High, Range Low. Bis dahin gibt es nicht sonderlich viel zu sagen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich will nur immer mindestens einmal die Woche ein Bitcoin-Video machen. Deswegen habe ich mich entschlossen, heute noch ein Update rauszuhauen. Ihr wisst Bescheid. Wir haben jetzt immer noch diese Range, die wir formen. Wir haben zwei mögliche Ausgänge. Es ist momentan ziemlich neutral. Aber fundamental gesehen sehr bullisch. Deswegen haltet den Kopf oben, seid nicht zu bedrückt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crippler.